Diese Deathcore-Band hatte eine besondere düstere Atmosphäre, und zwar geht es heute um Deep Root. Mit dabei haben sie außerdem als Feature-Part den Sänger von Changing Tide, und wie das klingt und was ich davon halte, seht ihr jetzt im Video, und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Dann gehen wir rein mit Deep Root, nächster Song von Slam Worldwide, Black Wall Protocol, featuring Casper Wienk. Den kenne ich jetzt nicht, ich kenne aber auch Deep Root nicht. Egal, let's go. Immer noch eins der besten Logos. Oder eher Logos und Intros. Okay, ist ein bisschen unangenehm mit dieser Kinderstimme. Okay, also ich finde alleine, wie sie reinkommen, krank. Wirklich erstmal so eine unangenehme Atmosphäre erstellen mit dieser leichten, leisen Kinderstimme. Und auf einmal kommen die da mit so einem Brecher rein. Starke Vocals. Sehr starke Vocals und auch sehr cooler Groove irgendwie. Sehr starker Groove, so irgendwie sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiler Vibe. Rudi Völler an den Vocals. Ihr macht mich fertig. Boah, okay, ich glaube, jetzt wird's scheppern. Aber auch geil, immer so teilweise so wirklich, du denkst dir so, jetzt kommt der Drop oder es geht so weiter, du willst so mitbangen, auf einmal ist da so eine Stille und danach knallen die erst wieder weiter. Das ist für mich so, boah, irgendwie geil. So diese Überraschungseffekte. Siehst du, und dann ist einfach mal nix. Und jetzt. Auch wieder schön groovy, dann einfach mal aus dem Nichts kommt dann nochmal so eine Pinch-Harmonik. Ey, das ist geil. So gut. Aber halt auch, ich finde irgendwie, das ist auch so krass, so, weil die spielen ja eigentlich so, sag ich mal, so irgendwie so ein Hardcore-Beatdown mit so ein bisschen Deathcore-Einfluss irgendwie. Aber die haben so eine düstere Atmo irgendwie. Das fühlt sich alles so düster an. Ich weiß nicht, woher das kommt. So, das finde ich so interessant. Nee, ich finde tatsächlich auch nicht nur, also nicht wegen des Videos, sondern einfach so, auch wenn man die Augen schließen würde. So, ich finde, die Musik hat irgendwie was Besonderes irgendwie. Yeah.
mein Gott, was war das am Ende bitte noch für ein Schepper? Also alleine wirklich so dieser Call-out, ne? Wo nur die Drums waren und nur die Vocals, ne? Also wirklich die beiden zusammen. Richtig fett. Auch nochmal irgendwie aggressiver in der Stimme. Teilweise auch so ein bisschen so Dual-Vocals gehabt, ne? Was halt auch irgendwie nochmal die Stimme einfach nochmal bestärkt hat. Und danach kommen diese Breche, also richtige schöne Breakdowns. Pum, so richtig einfach aufs Fressbrett. Ist das der Changing Tides Vocalist? Ich war mir nämlich echt nicht sicher, weil ich dachte, so Deep Root, keine Ahnung, sahen für mich so ein bisschen nach USA aus. Kann aber vielleicht auch dran liegen wegen dem Fukuhila. Weil ich habe Changing Tides nämlich tatsächlich vor kurzem live gesehen, wo Dingens mit Kill the Lights. Da waren die Vorgruppe. Und ich hab den gesehen, ich hab mir so, den kenne ich doch irgendwo her. Dann Changing Tides Vocalisten, ja, dann war der das. Aber geil. Geiler Song, geiler Feature-Part. Fett, also wirklich, richtiger Schepper. Wie gesagt, ich fand irgendwie diese Atmosphäre irgendwie so geil. So wirklich, die haben irgendwie ganz normalen Deathcore gespielt, aber der war irgendwie so düster, der hatte sowas Düsteres, wie halt teilweise Dyadis Murder das ja auch hat, ne? Und das fand ich einfach geil. Fand ich wirklich fett. Ich mochte auch wirklich die Vocals. Die waren halt wirklich sehr schön so aggro, ne? Sehr schön angepisst, ne? Der war so richtig sauer. Geiles Teil. Also wirklich richtig, richtiger krasser Banger.